bei The Great Barrier in der Südstadt. Ich bin Jan. Ich bin der Severin. Wir wollen euch heute mal unseren kleinen netten Laden vorstellen, den wir hier in den letzten Monaten aufgebaut haben. Mit We Cologne zusammen, die uns netterweise porträtieren wollen heute. Ja, wir freuen uns dabei zu sein. Und ja, ich fange einfach mal mit mir persönlich an. Ich bin der Severin, 28 Jahre alt und bin einer von vier Teilhabern hier in der Filiale Köln-Süd von The Great Barrier. Ich bin 27, ich heiße Jan und ich bin auch einer von den vier. Wir nennen uns Barrier Boys und ja, meine Hauptaufgabe bei der ganzen Geschichte ist das operative Geschäft. Also ich bin hier quasi die Filialleitung. Mein Part ist eher im Kreativen und in der Gestaltung. Ich habe hier sehr viel mitgewirkt, was die Renovierung und die baulichen Maßnahmen des Ladens anging. Jetzt sind wir soweit für uns, glaube ich, fertig. Ne? Aber klar, es gibt also immer so, wir sind nicht am Ende. Also wir sind ja immer noch mittendrin, es passiert ständig was Neues. So, man sieht eigentlich keine zwei Wochen, dass der Laden genau gleich ist. Da kommen immer noch ein paar Ergänzungen dazu. Aber ich glaube, davon leben wir auch so ein bisschen. Dass auf jeden Fall. Wir sind jetzt so seit 8 bis 9 Monaten dabei. Sind erstmal so in das Winterquartal reingestartet. Was, glaube ich, ganz gut war, auch mal hier so in der Südstadt anzukommen. Und hatten natürlich große Hoffnungen für Frühling, Sommer 2020. Wissen wir ja alle, wie die in der Gastronomiebranche angenommen wurde, so dass das Sommerquartal ist natürlich jetzt schade gewesen, aber wir haben uns eigentlich durch die Rechnung gemacht. Aber ich meine, so dass, da sind wir nicht alleine, wir haben es eigentlich ganz gut hinbekommen. Ja, safe. Wir mussten leider natürlich auch ein paar Wochen zumachen und sind dann so seit Ostern wieder mit To-Go-Geschäft da und man merkt halt auch einfach, so die Leute, vor allem in den letzten Wochen merke ich das hier jeden Tag, die Leute haben wieder Lust rauszugehen. Die haben Lust, sich einen Smoothie auf die Hand zu nehmen und dann nochmal die Rheinpromenade entlang zu laufen. Die wollen wieder leben und man merkt auch, dass die Gäste super vorsichtig sind untereinander. Es werden Abstandsregeln eingehalten, die Leute tragen ihre Masken. Wir hatten noch keine einzigen Konflikte diesbezüglich. Also alle halten sich an die Regeln und es klappt super. Und wir sind spezialisiert, wie auch der Name schon sagt, auf allem, was mit Früchten zu tun hat. Smoothie Bowls, wir machen Smoothies, wir machen frisch gepresste Säfte. Wir machen unterschiedliche neue Kreationen für alle Saisons, angefangen jetzt von einer supergeilen Sommerkarte mit einer Summer Bowl auf Drachenfruchtbasis. Ich glaube, sowas bekommt man sonst nirgendwo noch mit Cashews, mit Kokos mit drin, auch mit Mandelmilch. So, die schmeckt hammergeil. Wir machen einen Sommersalat mit frischer Mango, mit Ofengemüse, noch mit einem warmen Halloumi oder, wenn es vegan sein soll, alternativ Avocado oder Hummus. Natürlich machen wir auch Kaffee. Wir sind auch ein Kaffee. Haben mehrere gute Barista hier. Klassisches Kaffee- und Kuchengeschäft, wie man so schön sagt. Haben wir natürlich Alternativen, veganen Schokoladenkuchen, Bananenbrote. Großes Highlight eigentlich, die Bananenbrote in unterschiedlichen Varianten. Man kann hier lecker frühstücken gehen, man kann hier brunchen, man kann aber auch mittags einen geilen Salat essen, ein bisschen Ofengemüse, im Winter saisonale Suppe. Wir haben dann für nachmittags Kaffee. Bananenbrot, kleine Snacks. Wir machen eigene Energy Balls in unterschiedlichen Variationen. Da sitzt auch der große Energy Ball Chef. So, da gibt es die wildesten Kombinationen, die wir uns da ausgedacht haben. Und auch so als Philosophie natürlich von uns. Wir probieren viel mit regionalen Sachen zu arbeiten. Wir bekommen Milch von einem regionalen Bauernhof, der hier in Leverkusen sitzt. Unser Bananenbrot zum Beispiel kommt von Jungs, die haben sich selbstständig gemacht und die retten Bananen aus Supermärkten, die sonst einfach in den Müll wandern würden, weil die nicht mehr verkauft werden können. Und die haben dann die perfekte Reife, um daraus dieses geile Bananenbrot zu machen. Also wir wollen solche Sachen mit unterstützen, finden wir alles geil, sind wir auch mit dabei. Und ja, alle unsere Verpackungen ist alles aus Maisstärke oder aus Pappverpackungen, recycelbar. Also das ganze Thema Nachhaltigkeit. Die Lampen brennen hier mit Ökostrom. Also das ist so die Richtung, in die wir gehen wollen. Wir auch glauben, dass das die einzig richtige Richtung ist. Nicht auf Teufel komm raus Gewinnmaximierung, sondern einen guten Weg finden. Ja, wir kennen uns ursprünglich schon vom Studium her und hatten da immer eine gute Zeit zusammen in unterschiedlichen Studienblöcken. Und daraus ist dann die Idee gestanden, dass wir mal was gemeinsam machen, wenn wir alle mit unserer Studienzeit rum sind und jeder so ein paar Jahre Berufserfahrung angesammelt hat. Wobei es bei mir eher ein bisschen Reiseerfahrung war, weil ich dachte mir so nach 3 Jahren duales Studium und viel gearbeitet, ich muss erstmal die Welt entdecken. Und dann kamen die Jungs mich halt regelmäßig besuchen, um mir zu sagen, Junge, so, wir müssen mal gemeinsam was starten, einmal in Mexiko und einmal dann auch in Kolumbien, da wurde die Idee auch noch ein bisschen konkreter. In Mexiko haben wir quasi ein bisschen vorgefühlt, ja, wie ein bisschen so ausschaut, angeteasert. Willst du wieder zurück, so komm, wir machen ein Projekt und so. 6 Monate später in Kolumbien haben wir dann eigentlich schon ziemlich... Ein bisschen die Entscheidung getroffen, dass ich mit zurückkomme und dass man sich dann mal zusammensetzt. Ja. Deswegen war es für mich natürlich auch eine riesen Herausforderung, mich dem da anzunehmen. Und ich sage auch so, ohne die 3 Jungs im Backup
weil das hier, also das kann keiner alleine, kann keine Person alleine machen, das ist ein Projekt für mehrere Leute. Halt, aber deswegen ergänzen wir uns halt auch sehr gut. So. Und deswegen ist es einfach gut, wenn man sich auch zu zweit, zu dritt, meinetwegen auch zu viert selbstständig macht. Klar, am Ende bleibt dann, ist dann der Part des Einzelnen immer kleiner, aber lieber Teil eines Projektes zu sein, wo jeder seine Qualifikation hat, wo jeder seinen Part gut macht, als irgendwas auf Teufel komm raus, so allein am Ein-Mann-Armee, Einzelkämpferbasis. Und wir wollen natürlich auch neue coole Leute, die hier auch in die Südstadt kommen. So, wir verstehen uns hier super mit der Straße, ist ein geiles Viertel einfach. So, wir verstehen uns mit allen Nachbarn, egal ob die jetzt Burger machen oder Gyros oder andere Cafés oder kleine Einzelhändler. Die Blumenfrau, die hier in der Straße ist, macht hier unsere Blumendeko für die Tür, für vorne, für die Kasse. So, das ist eine geile Community hier. Probiert niemand dem anderen was wegzunehmen, im Gegenteil. Ja. Also kommt in die Südstadt und macht auch geile Cafés oder geile kleine Läden hier auf. Ja, ich hoffe, wir konnten euer Interesse wecken und irgendwie eine Begeisterung für unseren Laden, für unser Konzept, für das Konzept The Great Berry und euch entweder in unseren Laden in der Südstadt oder in die Limburger Straße im Belgischen Viertel locken. Und ja, jetzt wird mein lieber Kollege Jan euch nochmal ein bisschen zeigen, was hier denn genau zubereitet wird und ja, wie das funktioniert alles. Ein paar schöne Bilder zusammenfassen und ich hoffe, wir sehen uns dann bald hier persönlich bei uns im Laden. Wir würden uns freuen.